Ja, ich hebe mich von den anderen Kandidaten ab, weil ich habe einen super Ehrgeiz. Ich bin Leistungssportlerin, habe letztes Jahr mein Abi gemacht, habe schon meinen Führerschein. Und wenn ich ein Ziel im Kopf habe, setze ich mir das dann auch durch, bin super ehrgeizig. Ich heiße Melissa, ich bin 18 Jahre alt, komme aus Düsseldorf. Meine Mutter kommt aus Südamerika, aus Peru, und mein Vater kommt aus Finnland gebürtig, ist aber in Deutschland aufgewachsen. Ich spreche Spanisch und Deutsch und Englisch. Ich mag besonders an mir meine Ausstrahlung, meine Präsenz vor der Kamera und meine Bewegung. Ich weiß, wie ich mich zu bewegen habe, und mag ich. Mein Hobby ist das Tanzen und das Krafttraining. Das Tanzen eben als Leistungssport, Standard und Latein. Und das Fitnesstraining mache ich noch zusätzlich. Also meistens starte ich meinen Tag hier im Gym, wo ich auch arbeite und anschließend trainiere. Und da oben steht meine Mutter, die schon Musik anmacht, damit wir gleich trainieren können. Die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind meine Eltern und meine Schwester, die mich immer unterstützen, jetzt auch bei dieser Reise. Die stehen immer hinter mir und sind einfach immer stolz auf mich. Am Abend gehe ich dann nochmal mit meinem Hund Yoshi raus, und da freut sich auch schon jemand. Yoshi, komm her! Ich glaube, ich mag nicht, dass ich manchmal ein bisschen perfektionistisch bin. Ich mag es gerne, alles vorher zu planen, was manchmal nicht so gut ist. Ich meine, manchmal ist es auch okay, aber ja. Ich mache bei Germany's Next Topmodel mit, weil es einfach eine Riesenchance ist. Das Modeln war schon immer mein Traum, mein Traumjob, und deshalb bin ich hier. Ich freue mich am meisten, die Heidi zu sehen. Da bin ich super nervös schon, und ja, sie ist einfach hat eine tolle Persönlichkeit.